Heute mal wieder eine Übung, wie immer, werden wir immer wieder durchführen, Graphen skizzieren. Und zwar, wir hatten eine Aufgabe, die hieß, f von x sei x minus 1 in Klammern hoch 4. Jetzt denkt man, oh weia, hier diese 4, die ist ja schlimm und so weiter. Um den Graphen zu skizzieren, was haben wir da bei zu berechnen? Also das wäre einerseits entweder ein Wendepunkt oder ein Scheitelpunkt, je nachdem, was hierbei rauskommt, werden wir dann gleich entscheiden. Dann y0, also wo der Graph die y-Achse schneidet. Dann die Nullstellen, so viel wie möglich. Da hier eine 4 steht, könnten wir wahrscheinlich bis 4 erwarten. Also x0, 1, 2, 3, 4. So, jetzt gucken wir uns die Funktion an und sagen, Lösung, gehen wir ran und sagen, wenn wir hier aus diesem, ich schreibe es nochmal in dunkelblau hin, aus diesem f von x ist gleich in Klammern x minus 1 hoch 4 hinten eine 0 dranhängen, dann haben wir die sogenannte Scheitelpunktsform. Scheitelpunkt deswegen, ich habe einen geraden Exponenten. Also alle Funktionsgraphen mit geraden Exponenten haben ähnliche Merkmale, je nachdem, entweder steiler ansteigend oder sonst was, auf jeden Fall so oder nach unten geöffnet, ganz egal. Die Ungeraden haben im Allgemeinen so einen Verlauf oder beim Minuszeichen so einen. Okay, das erstmal vorangestellt. Jetzt habe ich hier meinen Scheitelpunkt schon frei Haus geliefert und der heißt Scheitelpunkt in der Klammer immer umdrehen und dann 0. Peng. Hätten wir das erste, wenn ich das Ganze 0 setze, komme ich auf eine Nullstelle. 0 ist gleich und jetzt x minus 1 in Klammern hoch 4. Könnte ich ja hinschreiben als x minus 1 mal x minus 1 mal x minus 1 mal x minus 1. Ich habe also jedes Mal die gleiche Nullstelle. Das heißt, dieses x0 ist gleichzeitig für alle stellvertretend. Ja, und das sieht man sogar. Naja, komme ich gleich drauf. Das heißt also x0, 1, 2, 3 und 4. Alle vier Nullstellen liegen in einem Punkt und der heißt 1. Auch schön. Ja, wenn ich das habe, y0, wie kriege ich das raus? Machen wir das mal hier so. y0 ist nichts anderes, als dass ich sage f von 0. Denn wenn ich einen Graphen irgendwie die y-Achse schneiden lasse, hier dieses orange sei der Graph, dann ist hier auf dieser Höhe der x-Wert 0. Also wenden wir das an und sagen, naja, jetzt geht es wieder weiter, f von 0. Für diese Funktion heißt 0 minus 1 in Klammern hoch 4. Also auch ganz leicht. Und das kann man ausrechnen. Minus mal Minus mal Minus mal Minus ist wieder Plus. Also f von 0 ist 1. Schöner Zufall. Also y0 auch, ne, damit. Jetzt gucken wir uns mal den Graphen an. Ich versuche mal hier wieder einigermaßen gerade Linien zu ziehen. Dann sieht das so schlecht aus. So, x-Achse, y-Achse. Da wir uns aber in keinen hohen Bereichen bewegen, kann man sagen, okay, wir teilen den so ein, hier ist eine 1, hier ist auch eine 1 und der Rest ist dann bekannt. Jetzt zum Graphen. Den mache ich mal grün, weil er so schön ist. Ich sage, wo ist der Scheitelpunkt? Bei 1, 0, 1 und Höhe 0. Ne, ich mache mal rot, da fällt er besser auf. Hier ist der Scheitelpunkt. Ich nehme normalerweise nur ein S, also 1, 0. Ne? So. Okay, jetzt gehe ich weiter und sage, wo wird geschnitten? Ach hier ist y0. Das ist y0, gleich 1 nämlich. Ich schreibe jetzt diesmal die Werte mit dran, sonst reicht uns das, wenn wir das richtig bezeichnet haben. So, und die Nullstelle ist komischerweise auch hier. Also hier ist x0, 1, 2, 3, 4. Alle vier Nullstellen in einem Punkt vereinigt. Das ist ja nicht schlecht. Jetzt machen wir Folgendes, um charakteristische Punkte zu finden, damit wir den Graphen einigermaßen vernünftig skizzieren können. Ich könnte jetzt ja sagen, ich gehe einen weiter nach rechts und gehe einen weiter nach oben. Da hätte ich schon diesen Punkt. Aber dieser Graph hat ein bisschen eine Besonderheit. Und zwar, der schmiegt sich sehr eng an die x-Achse an. Warum? Wenn ich hier nur 0,5 einsetze, 0,5 mal 0,5 mal 0,5, das wird ein Sechzehntel. Das ist also denkbar gering, der y-Wert, sodass der Graph hier lange an der y-Achse zu kleben scheint. Und das meinte ich vorhin. Denkt mal über diese Werte nach und jetzt geht er dann trotzdem ziemlich steil ab. Denn kaum geht er über 1, dann potenziert sich das hoch 4 und das ist schlimm. So sah der erste Graph aus. Fragen dazu?
Gut, wenn sonst keine weiteren Fragen sind, machen wir weiter mit der nächsten. Und zwar, da war Folgendes gegeben, die zweite. Da war gegeben eine Funktion, die heißt auch wieder mal f von x. X plus 2 in Klammern hoch 3. Naja, mein Gott. Gesucht war wieder das Übliche. Also, in diesem Fall, man sieht es, das ist ein ungerader Exponent, ist ein Wendepunkt gesucht. X0 gesucht, Y0 gesucht, dann haben wir charakteristische Punkte und können dann loslegen. Und das gleiche Verfahren. Also, Lösung. Rein rechnerische Lösung für die wichtigsten Punkte. Wendepunkt, wenn ich nochmal hinschreibe, f von x ist x plus 2 in Klammern hoch 3. Und jetzt ergänze ich mal in blau plus 0. Dann habe ich hier wieder meine Wendepunktsform, könnte man dazu sagen. Also hier und hier ablesbar. Aber Achtung, in der Klammer immer umgekehrt. Und dann kann ich sagen, dann habe ich hier den Wendepunkt, der heißt minus 2 und 0. Das ist schick. Hätten wir eine Teillösung. Wie kriegt man x0 raus? Dann sagt man, 0 ist gleich das hier. Wie kriege ich jetzt aber das blöde hoch 3 weg? Ganz einfach. Die dritte Wurzel ziehen. Darf man die Wurzel aus 0 ziehen? Doch, aus 0 schon, aber nicht aus einer negativen Zahl. Also kein Problem. Ziehen wir mal die dritte Wurzel aus 0, dann bleibt das 0. Ist gleich x plus 2. Und jetzt kommt Regiestrich minus 2 und wir sehen, minus 2 ist gleich x0 und zwar gleich für alle drei. Ich könnte drei Nullstellen haben, habe ich aber nicht. Okay. Moment, hier gibt es eine Frage. Clement? Kam eine Frage von der Schülerin, kann man das auch so machen, dass man sagt, ich sage einfach mal 0 ist gleich und jetzt schreibe ich Klammer, mal Klammer, mal Klammer. Was in der Klammer steht, ist dieses x plus 2. Und sage, naja, ja, da komme ich auch auf minus 2. Das geht auch, ne? Das wäre auch eine Variante. Okay. Y0 fehlt uns noch. Und dann sage ich f von 0, ne? Ist gleich x plus 2 in Klammern hoch 3. Das plus 0 kann ich mir sparen. Naja, nu, mein Gott. Dann setze ich hier eine 0 ein. F von 0 muss, oh, f von 0 muss demzufolge sein 0 plus 2 in Klammern hoch 3. Und jetzt wird es wieder einfach. Das muss 8 werden. Also y0 ist 8. Hätten wir das? Fragen? Gut. Jetzt zeichnen wir die charakteristischen Punkte ein. Ich nehme wieder einen roten Graphen, weil der so schön ist, so schön rot. Fangen wir an mit dem Wendepunkt. Der ist bei minus 2, 0. Minus 2 und 0. Hier ist der Wendepunkt. Anschreiben. WP. Jetzt lasse ich mal die Koordinaten weg. Ist ja albern. Jetzt nehme ich die Nullstelle. Ach, zufälligerweise ist das auch die Nullstelle. Also x0. 1, 2, 3 erspare ich mir jetzt. Ja, und jetzt komme ich noch auf die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoch. Hier ist y0. Nee, warte mal. Die Bezeichnung werde ich wahrscheinlich auf die andere Seite machen müssen, damit sie mir nicht durcheinander kommt mit dem Graphen. Denn hier steht was Positives davor. Das heißt, der läuft hier von diesem, in diesem Quadranten, vom dritten in den ersten. Also, wie kriege ich jetzt charakteristische Punkte vom Wendepunkt aus? Ich sage einfach 1 nach rechts, 1 nach oben. Denn 1 mal 1 mal 1 bleibt 1. Ich könnte jetzt auch direkt den Wert minus 1 einsetzen und es dann umständlich ausrechnen, komme ich auch drauf. Auch hier diesen Punkt habe ich. Und jetzt kann ich loslegen. Mal ein bisschen in anderer Farbe, also diese charakteristischen Punkte in lila. Jetzt kommt ein lila Graph. Hier pfeift er mir nach unten ab. Hier macht er eine Wendung und hier geht es ab in Richtung y0. Und dann ab nach oben und hier ab nach unten. Bis zum geht nicht mehr. Irgendwelche Fragen? Gut, dieses Video können wir jetzt abschließen, mache ich auch. Und es geht woanders weiter. Wir machen jetzt noch ein paar andere Übungen.